Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Im letzten Part haben wir einen neuen Zauber gelernt, beziehungsweise, ja doch, einen neuen Zauber haben wir gelernt und der Rest war ja eine neue Fähigkeit, dass wir mit Alraun umgehen können, die wir dann auch gleich nutzen mussten. Und, wieso kann ich nicht mehr runtergehen? Eigentlich sollte doch die Statue nicht... Okay, anscheinend können wir nicht meinen Weg verfolgen und nochmal mit den Wichteln arbeiten. Wir können nur nach links gehen. Gucken, ob da noch Wichtel sind, die ich ärgern kann. Weil wenn ich Wichtel ärgern kann, dann weiß ich natürlich auch. Hier ist nichts drin und hier waren die beiden Klassenräume. Ich glaube, hier war da aber nichts mehr für uns zu tun. Also hier haben wir auch nur Zauber gelernt, ne? Das da kann ich vielleicht mal versuchen, um mir das Geld zu holen, aber... Ist ja, glaube ich, auch einfach nur... So. Und dann so. Oder Moment mal. Ich habe eine bessere Idee, wie es gehen könnte. Gib mir erstmal das hier. Platzieren wir das. Boah, es klappt auch nicht so richtig. Ich hätte gedacht, das hier rauf. Aber dann komme ich ja trotzdem nicht dahin, oder? Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Also vielleicht, wenn man das irgendwie von hier aus macht. Aber das ist ja eigentlich genau die gleiche Höhe, also das kriege ich auch nicht hin. Oder? Doch, das würde gehen. Jetzt hat Harry gerade seinen Zauberstab weggesteckt und dadurch ist er langsamer geworden, beziehungsweise hat das Momentum verloren. Okay, alles klar, perfekt. Haben wir 10er gewonnen. Ja, ich wollte eigentlich ein paar Wichtel ärgern. Kriege ich die Möglichkeit noch oder ist das jetzt vom Tisch? Was haben wir denn hier noch? Gibt es hier nur was mit Wichteln? Also hier war auch nur Lumas, glaube ich, ne? Aber hier habe ich auch soweit alles eingegangen, bis auf das da, aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Und hier brauchen wir immer noch, also hier können wir immer noch was machen, aber nicht mit dem, was ich jetzt habe. Hier ist ja nicht so ganz geklappt, vielleicht stehst du nah an der Mauer. Okay, ich habe nur A gedrückt, vielleicht hat das geholfen. Genau, hier brauchen wir nämlich noch einen Kobold. Und wir haben keinen. War es ein Kobold? Oder was ein... Was ist ein Kobold? Ich weiß gar nicht. Aber hier werden wir noch was zu tun. So, wir können hier lang gehen. Und jetzt geht auch direkt die nächste Cutscene los. Naja, gucken wir mal, was hier noch ist, ob hier so eine Mission kommt. Okay, die Spinnen denken sich so, jo. Lecker Schmecker. Ein Gorilla. Was ein Quatsch. Und eine Katze. Ist die Katze tot? Okay, ich glaube, es ist kein Gehäuse, sondern ein Mensch. Okay. Aber was kann ich hier machen? Okay, ich kann hier einfach schieben, aber hier ist nichts, Freund. Also, was leuchtet in der Luft? Okay, dann gehst du mich einfach weiter. Okay. Ich meine, klar, ich kann das hier nochmal verschieben, aber was habe ich davon? Also das ist irgendwie recht ernüchternd. Vielleicht hat der hier geleuchtet, dass hier erstmal das hingehen sollte. Ja genau. Ich kann keine goldenen Kessel benutzen. Aber ich kann ja schon mal die hier wegmachen und mir den Kürbis holen. Okay, das ist spannend. Nee, hier kommen wir noch nicht weiter, da kann ich was machen. Also, das bringt mir jetzt auch nicht so viel, weil ich habe dann halt nur eins von den drei Dingern.
Oh ja, schönes Feuerwerk. Und da ist das Geld und auch noch ein Charakter. Aber ich habe hier keinen Bogen zum Fliegen, oder? Okay, ich habe einen springenden Kürbis und ich habe einen fliegenden Kürbis. Und will ich auch nicht, ich wollte eigentlich Harald wieder haben. Was haben wir denn hier unten noch? Hier unten können wir es aufsprengen. Hier können wir irgendwie auf den Baum rauf, auf dem können wir nicht klettern. Hat mir das Spiel gesagt, was mein Ziel ist? Und dann muss ich doch hier reinschießen und dann kam die Wolke und hat das normal gemacht, ne? Das war nicht sehr hilfreich tatsächlich. Ich habe gedacht, das Ding wächst jetzt dadurch. Was macht sie denn nicht? Ich kann es einfach zerstören oder was? Danke für nichts, Spiel. So, dann hau ich den mal auf die Fresse. Dann habe ich jetzt, ich glaube, zwei Zutaten mindestens. Drei sogar? Ja, drei. Ich habe die Haare, ich habe das, die Kirsche und ich habe den Apfel. Damit dürfte ich diesen komischen viel Safttrank machen können. War das der Name? Ich weiß es nicht. Und wir gehen hier weiter und gucken, ob hier direkt eine Mission ist. Nee. Wir können hier graben, habe ich nicht. Wir haben hier einen Geist und wir haben hier eine Alraune. Wir brauchen jetzt aber noch den Schrank. Okay, der Schrank ist da hinten. Okay, da können wir direkt weitermachen, aber wir wollen erstmal die Alraune holen. Hier haben wir eigentlich alles gemacht, außer das Graben. Das können wir auch gerade nicht tun. Dann müssen wir die Alraune noch wegbekommen. Können wir hier machen? Drehen wir es einfach damit? Ich glaube ja. Leider ja. Okay, können wir damit irgendwas tun mit Alraune oder sollen wir einfach nur wegstecken? Um an das, an den Schnatz, Schnatz heißt das glaube ich, zu kommen? Stimmt, ich wollte gucken, wie das Ding von Ron aussieht. Okay, auch grün leider. Schade. Muss ja nicht unbedingt jetzt irgendwas suchen, ob ich da mal irgendwas zerstören kann. Ich kann es wieder rausholen, wenn ich das brauche. Und jetzt? Also hat mir einfach nur so ein paar Schmeckels gebracht, sind nichts. Das ist ja ultra ähnlich, dann muss ich gestehen. Aber es sieht so aus, als hätten wir dann hier schon alles fertig, bis auf den Trank. Also mit dem Trank müssen wir noch was tun, klar. Aber den können wir bisher sowieso noch nicht benutzen, das heißt, weiter geht's mit der Mission. Okay. Gewalttätige Bällchen. Müssen wir jetzt nochmal genau den gleichen Scheiß machen wie im ersten Level? Das ist mega nervig. Also nicht genau das gleiche, aber... Also, das ist ja wirklich zweimal dieselbe Mission gefühlt.
Hey, Harry hat Probleme mit seinem komischen Quidditch-Ding. Geh mal hin und hilf. Da hätte man sich was anderes aussuchen können. Genau, dann haben wir hier noch was. Okay, wir können auch wieder hoch. Oh, okay. Spannend. Da habe ich gerade nicht gerechnet, muss ich gestehen. Ja, mach. Okay. Habe ich die jetzt mal zu Tierchen verarbeitet? Okay, ich kann jetzt zaubern. Das können wir schon mal zerstören, genau. Ein bisschen weil wir doch zerstören war schon der richtige Begriff. Ich dachte eigentlich eher so nur einfach zaubern, aber die gehen ja wirklich kaputt danach. Okay, die Stühle können wir nicht kaputt machen. Wir können nichts mit den Büchern machen, leider. Dann hier kann ich nochmal was machen. Ne. Dann kann ich hier sowas machen. Nämlich ein Sprungbrett machen. Okay, ne. Okay, was soll ich? Ich habe gerade überlegt, was ich machen soll. Okay. Ich verstehe nicht, was das Ziel ist. Also ich habe nur eine. Also, das sah wie so, als müssen wir eine Frau sein, weil Hermine ist ja eine. Aber ich kann da irgendwie nicht erkennen, also, das heißt die gleichen Charaktere, dass das alles Frauen sind. Also zumindest in der Mitte Zaubererin. Hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das eine ist. Jetzt müssen wir Dobby auf die Fresse hauen. Warum er so gemein ist. Gemein, hau ab. Nochmal. Hagrid. Okay, er hat wirklich nur einen Zauber. Okay, wir können hier die Flaggen zerstören und das Wappen anschießen, obwohl die alle so ein bisschen im Weg sind. Dann haben wir nochmal aufs Maul. So, du weg. Hier brauchten wir Hiemchen, oder? Genau. Ist hier noch was in der Ecke vielleicht? Nee. Da war wirklich nur hier einer. Schade. Was sagt eigentlich unser Geld gerade? Es sagt eigentlich noch gar nicht viel, Bruder. Leider natürlich. So. Dann können wir hier unten was Schönes bauen. Eine Treppe. Spannend. Gibt mal ein Tausender. Das können wir noch kaputt machen. Sonst gibt es hier leider nichts. Ah doch, da hinten noch. Perfekt. Noch ein bisschen Geld. Die Schule kann ich nicht kaputt. Warum auch immer. Hallo. Okay, muss einfach nur mit irgendjemandem dahin gehen anscheinend. Das ist absolut irrelevant. Vielleicht Zauberer allgemein? Und ich glaube, wir Hagrid der Einzige, mit dem man dann nichts machen kann. Erstes Wappen, ne? Genau. Diesmal haben wir Ravenclaw bekommen. Dann war du.
Habe ich ihn verschreckt nur oder habe ich ihn noch Schaden gemacht? Da haben wir noch Hufflepuff. Spannend. Was anderes, was ich hier noch zerstören kann? Nur sehe ich gerade nicht. Das heißt, das jetzt da ranhängen. Wenn wir hier weiterkommen. Erstmal das Geld einsammeln. So viel wie möglich. Mehr kriege ich, glaube ich, nicht. Okay, jetzt muss ich da gleich was machen. Okay, da warte, dass ich das zerstören kann. Da kann ich auch. So, das gemacht. Und dann muss ich hier nochmal. Kann ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir Hagrid und ziehen hier mal dran. Das ist das Einzige, was mir gerade so einfällt. Dann können wir gleich hier diesen Turm bauen. Da fliegt ein Gargoyle los. Kann ich von mir aus gerne tun. Tschüss, Gargoyle. Haben wir hier schon mal das Geld gesammelt? Was ist das andere Ding? Hier ist einfach genauso eins. Hier unten komme ich erstmal noch nicht hin, da komme ich gleich von der anderen Seite wahrscheinlich hin. Ich erstmal hier raufschießen. Nochmal. Nö, schade. Obwohl, das. Okay. Ich lasse es erstmal, weil ich nicht weiß, wie ich da runterkomme und ob ich da runterkomme. Los, Dobby. Okay, da kommen wir nicht hin. Geht noch aufs Maul. Okay, jetzt müssen wir da rüber. Da ist noch ein 100er, sehe ich gerade. Den hole ich mir natürlich erstmal. Also ich muss gerade, wenn das jetzt das Ende des Levels schon ist, weil wenn wir ihn gleich besiegt haben, dann weiß ich nicht, wo ich das Geld hernehmen soll. Okay, jetzt haben wir alles gemacht. Hier können wir noch was machen. Na gut, das hilft mir nicht wirklich weiter. Daraus können wir wahrscheinlich eine Treppe hoch machen, oder? Okay, oder so ein Sprungding. Okay, das kann ich machen, weil die sind jetzt alle Slytherin und dafür brauche ich wahrscheinlich einen Slytherin-Burschen. Slytherin kann ich nicht so gut aussprechen, muss ich sagen. Ich finde es gut, wenn die Hälfte des Geldes einmal wegfliegt. Schöner geht's nicht im Spiel. So, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Aber ich kann das hier noch machen. Aber die wollen auch wieder Slytherin, na super. Dann bin ich hier nicht hilfreich, leider. Die untere Kiste könnte ich das erstmal zerstören, hier auf einmal nicht mehr. Achso, ja, klar, die wollen das ja nicht. Böser Dobby.
Okay, es geht weiter. Dann würde ich sagen, das sehen wir nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.